Hi Leute, hier sind wir wieder bei Zootalken. In der letzten Folge ist mir der PC abgeschmiert, kurz nachdem ich ausgemacht habe. Wir dürfen wahrscheinlich jetzt unseren Zoo nochmal von da an bauen, wo die erste Folge geendet hat. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber manchmal ist das leider so, das ist so eine Hassliebe zwischen mir und meinem Laptop. Manchmal. Gucken wir einfach mal rein. Ich habe es noch nicht getan. Also, das reingucken. Mal schauen, ob, ja, wir da wirklich wieder von Anfang an bauen müssen. Na, dann schauen wir mal der Wahrheit ins Gesicht. Das Kaffeestand 1 kann nicht erreicht werden. Was ist da los? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Geil, er hat gespeichert, oder? Yeah! Wir müssen doch nicht von vorne anfangen. Wuhu! Oh mein Gott, das, glaube ich, wäre ein bisschen zu viel Arbeit gewesen. Ich glaube, dann hätte ich nochmal einen neuen Zoo gemacht. So. Dann erstmal verbessern. Den Weg machen wir gleich dann. So. Geht. Passt. Kann erreicht werden. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen letztes Mal? Genau. Erstmal wieder den Ping einstellen, weil sonst wird das hier wieder nichts. Besucherzufriedenheit? Nein, nein, nein. Auch nicht, nein. Abdeckung. So, das war alles okay. Abdeckung essen. Ist jetzt auch wieder im grünen Bereich. Deko ist sowieso mal im grünen Bereich, glaube ich. Unterhaltung haben wir immer da. Immer da. Na, sollten wir nochmal was hinbauen. Ich glaube, das wird sonst nichts. So. Wo haben wir es denn? Deko. Nicht Deko. Ich wollte doch. Was wollte ich denn jetzt machen? Unterhaltung. Was gibt es denn hier noch? Ara, Limonen haben wir schon. Haben wir ein Tiger-Maskottchen. Stimmt, ich wollte da Mini-Gehege hinbauen. Jetzt weiß ich ja, was ich wollte. Scheiß drauf. Machen wir trotzdem erstmal das. Können wir trotzdem hier in die Ecke hauen? In die Ecke? Mein Deutsch halt wieder. Ich Berliner wieder viel zu viel. Es tut mir wirklich sehr leid, wem es stört. Aber das ist, ja, Jahrzehnte so angeboren. Auch wenn ich immer eine hinterm Kopf gekriegt habe, wenn ich das gemacht habe. So. Schwupp. Dann zeige ich euch auch mal das. Na, oh, noch gar keiner da. Ah, jetzt kommen sie alle. Scheint sich ja gut mit dem Tiger zu verstehen. Und schwupp, rennen hier wieder über kleine Tiger rum. Ja, machen wir mal hier noch Mini-Gehege. Machen wir mal Gebüsch. Gebüsch. So. Yay, Stufe 30. So. Savannenfelsen. Haben wir auch mal. Kriegen wir sie dazwischen? Nein. Scheiße. Mist. Manu! Haben wir ja Tropendings. Und wieder sowas wie da hinten. Ein bisschen jetzt enger zusammen. Damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Was haben wir jetzt hier? Tropenbaum. Tropenfelsen. Haben wir auch noch. Tropenwiese wollte ich auch nochmal machen. Hier machen wir erstmal hier wieder irgendwas Warmes hin. Wüstentümpel. So. Trockener Felsen, was hat man da jetzt so? Savannenfelsen hatten wir da. Ne, Gebüsch. Gebüsch. Das Gebüsch hatten wir. So, machen wir hier drüben mal. Na,
einen Felsen. Na, mach dich hin da. Wie noch ein Tropenbaum. So. Jetzt erstmal alles miteinander verbinden. Wegebau. So. Das einmal dahin. Das dahin. Das dahin. Hier rüber, darüber. Weil so quer. Nein, das geht nicht. Kacke. So. Ja, geht eigentlich. So ein bisschen das zusammengewürfelt. So. Können wir hier einen Baum dazwischen? Mal gucken. Ne. Vielleicht ja so ein Vertrockner von der... von der Savanne. Ja, das geht. Da ein hin. Jetzt muss noch viel Zeug rein. So, wir haben die tasmanischen Teufelsdinger. Dann machen wir hier die Dinger. Die. So. Ich komme nicht drauf. Eidechsen. Mein Gott. Da können nur zwei rein. Okay, Tropenbaum. Die Aras hat man jetzt, glaube ich, nur. Genau. Machen wir mal Faultiere. Weißkehl, Faultier. Dann nehmen wir mal das Hoffmann-Faultier. Das erinnert mich immer an meinen Kollegen. Der Hoffi. So, oh, da kann gleich sogar noch einer rein. Yay. Wo waren das jetzt? Da. Was hat man jetzt? Hoffi, Kragen. Eigentlich ist nur noch das Eigentliche. Genau. Müssten ja alle recht klein sein, ne? Hey, sieht man ja sogar krabbeln. Sind ein bisschen schnell. Guckst du? Da oben ist der Hoffmann. Der pennt. Passt doch perfekt. Der pennt da einfach in seiner Liane drin. So. Ich weiß, ich sage zu oft so. Aber das ist normal, das ist auf Arbeit auch so. Machen wir hier weiter. Was haben wir denn hier? Erdmännchen haben wir schon. Dann machen wir mal Fossas. Kennt ihr bestimmt alle von Madagaskar? Die Fossas greifen an. Und so weiter und so fort. So, ich glaube, da konnten nur zwei rein. Ja, konnten nur. Aber hier sind die irgendwie so... keine Ahnung. Sehen nicht aus wie Löwen. Sehen eher aus wie Frettchen. Die in der Wüste leben oder sowas, keine Ahnung. Aber nicht wie Fossas aus dem Film. So. Dann den Tapir haben wir. Machen wir mal die Faunen. Ja, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. So, Alvin. Und Caitlin. Passt doch. Die Farben sind echt geil. So ein Tierchen hier hat mich mal im Tierpark angegriffen. Es ist mir hinterhergerannt. Ich bin heulend weggelaufen. Das war so gemein. So, genauso wie mit dem Pelikan. Alle durften ihn anfassen. Und er beißt mich. Ich weiß nicht, was die Tiere mit mir hatten an dem Tag. Das war so gemein. Und meine Mutter so, ja, streiche den mal. Und, oh. So fies. Naja. Ich weiß aber, dass meine Katze und meine Hunde mich geliebt haben. So. Mangusten. Machen wir einmal den und einmal den. Oh, da passen sogar vier Stück rein. Cool. Haben wir hier noch ein Weibchen? Bei dem anderen haben wir, glaube ich, ein Männchen gemacht. Nee, ein Weibchen haben wir da gemacht. Noch ein Elben.
Zocken sie da auf dem Felsen. Warum verbackt das Fell die ganze Zeit? Die haben komische Augen. Wo ist das Viech? Da. Dann... Wüstentümpel? Oh ja, Krokos. Einmal ein Weibchen, einmal ein Männchen. Jo, zwei Stück. Die sehen ja geil aus. Oh, da das hier sehen. Beiß zu. Hier haben sie echt geil hingekriegt. Ein bisschen starr von der Bewegung her, aber naja. Krokodile sind ja auch nicht so beweglich. So. Ganz viele Tiere. Leguana. Einmal den und einmal den. Passt, reicht. Ich dachte, da können eh nur zwei rein. Ja. Und wo sind sie denn? Ach, die sind aber klein. Haben sich schön in der Sonne breit gemacht. Aber gut von den Texturen her. Sieht sehr schön aus. Na, hoch. Und hier einmal lang. Die Aras haben wir. Schlangen will ich jetzt eigentlich nicht machen. Tropenvögel. Da waren wir hier. Grauvögel, Grünvögel, Weißflügel. Ja. Gucken wir mal. Wie viele da reinpassen. Die sind aber dunkel. Können wir noch einen machen? Nein, das ist voll. Schade. Sind die? Das will ich aber mal sehen. Da sind sie. Da. Hinter dem Blattding. Das ist ein Typ. Naja, leben sie halt ein bisschen im Schatten. Auch nicht so schlimm. Jetzt ein bisschen was Truppierisches, bisschen was Ausgefalleneres gewünscht. Sehen jetzt für mich aus wie ganz normale Vögel. So, und der letzte. Koalas könnten wir mal machen. Jetzt können wir auch wieder nur zwei machen. Aber Victoria-Dings. Der hat ein bisschen Bart. Und Queensland. Na, ja, genau, zwei Stück. Schnell auf den Baum. Habt ihr das gesehen? Der hat den runtergeschubst. Der kann sich wieder auf die faule Haut. Och, die sind so flauchig. Flauchig. Sag ja, deutsche Sprache, Schülersprache, ne? So. Deko. Deko, Deko. Oh, hier in Savanne. Nee. Das könnte auch nicht hinhauen. Warum ist das alles so groß? Mein Gott. So, passt doch alles. Na, hat doch gerade gepasst. Was nochmal? Was nochmal?
glaube, wenn ich das jetzt mache, dann macht er mir den Weg weg. Ich probiere es einfach mal. Ja! Es ist noch da geblieben. So. Gucken wir mal jetzt kurz, ob das so passt. Ja. Sieht gut aus. Reicht aus. Wie sollten die Mauern ein Stück höher machen? Sieht immer irgendwie so ein bisschen doof aus. Naja. So, hier einmal anpassen. Ja, mal ein paar Dinger hinstellen hier. Haben wir auch fertig. Wir haben Bären, wir haben Giraffen und wir haben Löwen. Mehr an große Gehege haben wir noch gar nicht. Eigentlich echt enttäuschend. Dann machen wir mal ein paar Elefanten. Wo haben wir sie denn? Die leben meistens hier. In den Tropen auch. Mal große Tropen. So. Schwupp. Bisschen rauszoomen hier. Da ist immer so viel Platz dazwischen. Ein bisschen näher ran. So. Bam. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Machen wir hier hin. Dann. Ich glaube, hier kann man noch ein kleineres Gehege machen, oder? Mal an. Geht das? Oh, ja, das geht. Das ist sehr gut. So. Er wollte gerade nicht, so wie ich wollte. So. Können wir gleich zwei Sachen machen? Haben wir hier hinten in der Ecke noch Unterhaltung? Oder wenn hier noch nicht Kuscheltier stand? So, schlupp. Und den machen wir dann auch gleich noch. Ups, einmal anklicken, noch einmal anklicken. Dann den einmal verbessern. Ich kann gerne drehen. Nur drehen. Wenn nicht. Ja, ich weiß, jetzt müssen wir das wieder machen. Was sieht man wenigstens im Tiger? Können wir den auch wieder anpassen? Ja, wir können anpassen. Reicht. So, dann machen wir mal hier die an. Ich glaube, Alpakas und sowas. Die müssen wir gerne. Oh, die sind weiß und flauschig. Der hat aber große Klubschaugen. So, da passen eh nur drei Stück rein. Glaube ich. Ja. Gehege Gegenstände, Tierpfleger. Alpakas und Amas. Einmal. Das hier. Genau. Denn irgendwas zum Spielen. Genau, Plateaus, Lamas und sowas. Ups. So, können wir schon wieder drei neue Tiere machen. Ein wenig dekorieren. Nehmen wir hier. Das Ding. Das Ding. Ui. Ui. Der war groß. Die Stelle. Wie man das auch mal ausspricht. So. Die Felsen.
sieht auch mal geil aus. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Hallo. Magst du nicht oben rauf gehen? Also unterschiedlich weiß. Es geht ja runter mit seinem flauschigen Hintern. Naja. Einmal hoch. Und ab zur nächsten. Hier wollten wir Elefanten reinpacken. Da wir jetzt ja wissen, was wir reinpacken wollen, mache ich das lieber gleich mit der Tierpfleger. So. Elefanten können das essen. Wir machen wieder hier zweimal Essen rein. Einmal Wasser. Also Wasser im Sinne von Dusche. Ein bisschen Beschäftigung. Huch. Kommt jetzt in die Alpakas jetzt hin. So. Extras. Freizeitzentren mögen die Viecher ganz besonders. So, die Elefanten. Planschbecken. Die zwei Spielzeuge? Ich glaube. Nein. Auf zwei. Auf zwei. Da. Passt zwar überhaupt nicht in den Tropendings rein, aber ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir noch Interaktion. Ne, machen wir nicht. Das Fressen hatten wir ja schon mal. Wir werden lieber noch irgendwie eine Beschäftigung rein. In die Unterstände? Ne. Oh, das hier noch. Nur zwei von den Dingern. Auch nicht so schlimm. Jetzt finden wir noch die Elefanten da drin. Wo haben wir's? Da. Die Elefanten. So, die mögen sie aber noch. Kann man sich die Waldzone troben? Da haben wir schon mal. Einmal ein Männchen. Äppchen. Und ein Baby. So, Sri Lanka mag auch. Und hier ein Kerl da. Kerl, Weib. Und Baby. Und Sumatra. Hier auch wieder das gleiche. Plus Levelaufstieg. So. Sollte, glaube ich, reichen. Geil. Ich finde, die haben die Animation auch echt gut hinbekommen von den Tieren. Ja, sieht das. Das Baby da hinten läuft alleine rum. Schlechte Mama. Oder schlechter Papa, sagen wir es so. Hier kommen wir später wieder, bis das hier alles abgeladen hat. Machen in der Zwischenzeit wieder unser Deko-Zeug. Ja. Aber hier machen wir mal von den Tropen dann. Passt das ein bisschen besser zum Thema. Von dem Gehege. Wie kriegt den hier irgendwo hin? Ja. Geil. So. Geht. Ist der Heli auch fertig? Passt das hier auch alles ein bisschen zusammen. Seht schon, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich bearbeitet. Nicht nur von den Farben her, auch von den Gesichtszügen und Kopfform und alles. Hä? Lass doch mal. So, guck mal. Die Cookie. Was bist du denn? Sumatra-Elefant. Zu viel hier. Der hat schöne Stoßzähne. Ein indischer Elefant. Oh, ein Baby. Oh, bleib hier, renn nicht weg.
Bleib hier, renn nicht weg. Bleib hier, renn nicht weg. Ich halt andere Seite lang, ist mir auch egal. Die Animationen sind so süß. Ja, das ist echt gut gemacht. Ich finde die Tiere echt bildschön. Mehr gehabt. Was machen die jetzt da? Und puff. Erwebt die gleich hier die ganze Erde. Schmetterlinge. Ist das süß. Guckt euch das an. Ist das putzig. Ja, seht ihr mal. Selbst die Rassen untereinander knuddeln. Bäh. Genau. Mach mal nicht nass. Ich bitte nicht. So, Ping-Unterhaltung haben wir auch super geregelt. Ja. Ich habe eine Nachricht bekommen. Achso, ja, Abdeckung Tier, das ist auch mal interessant, ob die hier so. Ja. Durch die Mini-Gehege leuchtet hier alles schön grün. Geil. So. Machen wir hier nochmal ein paar Mini-Gehege hin. Sind ja noch lange nicht fertig. Ich glaube, Gebüsch. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ja doch, Gebüsch war fertig. Jetzt müssen wir aber rätseln. Der Druckbaum geht. Vielleicht geht auch. Das war nicht fertig. Und drücken Visa. Na, bis bald. Nee, nee, nee. So, dann machen wir das so. Tierchens. Genau, die Schlangen, die Kakadus noch. Ach du Gott, das sind wieder so viele. Machen wir den. Den schwarzen. Na, mach das. Und den Palmkakadu. Schöne Farbkombi auf jeden Fall. Tierchens. Hoi. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Dann machen wir Kaiman. Und auch wieder so viele, können auch immer nur zwei rein. Da müssen wir noch mal ein paar machen. Und dich hier? Nee. Den da. Tropenwiese. Den haben wir. Machen wir die Schildkröten mal. Ach du Gott. Ich glaube, da können auch nur zwei rein immer. Machen wir Galapagos. Einer der bekanntesten, glaube ich mal. Und machen wir hier Schnappi. Das ist wie so ein Urzeitmonster. Jo. Gucken wir mal. Oh. Guckt euch den Größenvergleich an. Ich dachte, das wäre so ein Übervieh, aber die Galapagos-Schildkröte ist einfach mal. Zehnmal größer als das kleine Tier. Oh Gott. Ich glaube, mit dem Schnabel kann sie ganz gut zuhacken. Eieiei. Ah! Hast du die gesehen? Die wollte in den Schwanz beißen. Oh, wie sie jetzt alle da wieder hingerannt kommen. So, da können wir nichts mehr machen. Können wir wirklich nur. Bla. Kann man wirklich nur hier machen. Meine Mann.
Teilchen. Dann nehmen wir dran. Ich wollte jetzt nicht nochmal Truppen. Dings. Wieso, aber gucken wir nochmal. Machen wir mal einen Tropenteich und dann kommen wir mal einen Tropenbaum und dann machen wir es Ende mit den Tropen hier. Auf der Ecke. Mega. Über da. Mhm. Hier einen Tropenbaum hin. Nein, mit die Jäger. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, dann immer so, dass man mal immer so kleine Flächen nur mit den Mini-Geheben macht. Nein, ich will, dass wir da wieder weg haben. Mach das weg. Yay. Mega. Ich will das weg haben. Einmal auf Tab. Schwupp. Haben wir meinen Baum hier wieder. Ich mag Bäume. So. Dann schauen wir mal. Chillkröten. Die beiden müssen wir noch. Einmal und. Ein. Stopp. Doch. Gucken wir mal. Kann man jetzt da irgendwas unterscheiden? Ja. Die gelben Flecken sind anders. Ich glaube, der war neu. Ja, ich merke mir das nicht immer. Machen wir mal Wasserschlangen. Einmal die. Einmal die. Nee. Bäume da. Hm. Truppenvögel haben wir schon. Große Schlangen. Schlangen machen wir mal große Schlangen. Yeah. Gelbe Anaconda. Geil. Ich habe früher selber mal Schlangen gehabt. Meine Schlange ist nicht da, die Königspython. Nur die Netzpython, die wird auch sehr groß. So. Machen wir hier nochmal. Ja, Flamingos mal rein. So. Jetzt haben wir alles dran. Laufen wir mal darüber. 18.400 Leute haben wir hier drin. Wo sind die Schlangen? Da, Felsen. Ah, sieht man nicht. Mist. Kann man so rumgehen? Ja, aber die Farbe sieht schon mal echt geil aus. Na, bewegst du dich? Was sind die andere? Ich will jetzt mal beide sehen. Ich soll nur eine. Wer weiß, wo die andere sich rumtreibt. So, dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen was. Ein bisschen Wasserschlangen hier. Ah, da hinten sind sie beide. Genau. Farbe am Kopf. Sieht auch geil aus. Mhm. Mack. Da hinten. Das sieht auch mal geil aus. Fette Schlange. Sehr fette Schlange. So, alles schon wieder raus hier. Joa. Haben wir schon wieder einiges geschafft hier heute. Oh, Abdeckung Tier, ja. Dip, dip. Abdeckung Unterhaltung. Hier müssen wir wieder Wasser machen. Mal hier oben rauf.
So, Stand. Unterhaltung. Ja, ein Maskottchen. Yay, Tapchen. So, hier will ich auch nochmal einen Weg hin haben. Genau. Das verbessern wir mal gleich. So, dann schauen wir auch hier mal rein. Ich glaube, er macht genau das gleiche wie bei dem Tiger. Nee, doch nicht. Ach, ich glaube, da hat sich jemand lieb gehabt. Ah, ich dachte, es wäre das genau das gleiche jetzt, aber na, getäuscht. Kann dem ja auch mal passieren. So, dann machen wir hier immer noch ein kleiner Gehege. Was machen wir denn? Machen wir hier mal noch Tropen. Ich glaube, mittlere Tropen werden hier besser. Mal so rum. Geht nicht. Jetzt. Dann machen wir da jetzt ein paar Affen rein. Ich bin überhaupt gar kein Affen-Fan. Keine Ahnung. Viecher machen mir irgendwie Angst. So. Und auch hier wieder. Tierpfleger. So. Was hat das hier? Extras. Auf jeden Fall Klettergerüste. Kriegt ihr das? Nee. Rutschen, Patros, Schimpansen. Machen wir mit denen. Da werden sie wahrscheinlich gut was mit anfangen können. Oh, hat er keinen Platz für Interaktion. Schade. Naja, auch nicht so schlimm. Kann ich euch dann bei dem anderen Tier zeigen. So, wo haben wir sie denn? Da haben wir. Ich glaube, 6 Viecher passen hier rein. Machen wir von jedem eins mal. Haben wir hier irgendwo ein. Nehmen wir hier ein. Baldo. Und hier ein Check. So. Hier noch kleiner und den vielleicht noch groß. Genau, 6 Stück passen hier rein. So, Tiere ansehen. Ja, die Animation ist auch sehr gut gemacht wieder. Staubt immer so, wenn der hier runterkommt. Guck mal. Naja, es wird jetzt hier auch wieder ein bisschen brauchen. Machen wir weiter. Na, ich will da weg. So. Tickets. Dego. Mach jetzt aber hier mal einer der Plätze wieder. Und nochmal. Ich guck mal wegen Formschnitte. Ding. Rechnung. Das ist ja auch geil. Ah, die Sonne steht immer so doof. Doch, so geht's. Man da einen Weg hin? Hier heute noch hin. Er hat es auch gerade gehabt. Mein Gott. Das können wir ja noch mal gucken. So, fertig. Da schon. Klettergerüste mögen sie sehr. Hier weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich das auch raus. Na, mal sehen. Dann schauen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal hier eine Folgenpause. Wir machen in der nächsten Folge dann weiter.
Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Und haut da rein bis dahin. Und viel Spaß, genießt die Sonne, solange wie das bei euch dann noch ein bisschen sonnig ist. Bei uns fangen schon die Bäume an zu blühen. Haut da rein!